Suche. Ein Mann wird seit Tagen in den Bergen vermisst. Gefährliche Fahrt. Ein Kartfahrer verunglückt bei hohem Tempo schwer. PS und null Komfort, das zeigt diese Rennkarts aus. Und es gibt ja Rennkarts, die schneller als 200 Kilometer die Piste brettern, bis 210, gar 220. Zum Beispiel dieses hier zu meiner rechten Seite. Und dabei ist der Po nur knappe 2 cm über dem Boden. Also Bodenwellen dürfen da nicht im Wege sein. Sonst kann man den Rest seines Lebens nur noch im Stehen verbringen. Wir wollen Ihnen Menschen vorstellen in dieser Notrufsendung, zu der ich Sie herzlich begrüße, die ihre Lebensgeschichte erzählen werden, die deshalb weiterleben, weil Retter im richtigen Augenblick nicht nur geschaut, sondern auch gehandelt haben. Und Retter und Gerettete werden uns gemeinsam Mut machen, im richtigen Augenblick halt auch zu handeln und nicht etwa verschämt zur Seite zu schauen und weiterzugehen oder weiterzufahren. Natürlich gibt es auch wieder unsere Gewinnfrage und 1.000 Euro zu gewinnen. Und wir wollen Ihnen tolle Beiträge zeigen. Zum Beispiel wollen wir Ihnen die Geschichte erzählen von Mike Offer. Und sein größter Wunsch war es, mit diesem Rennkart zu fahren. Und hier beginnt seine Geschichte. Sonntag, der 14. Juli 2002. An diesem Tag sind die beiden Rennkartfahrer Gerd Nohl und Dirk Krosic auf dem Fuhrparkgelände der Kölner Speditionsfirma Kuckuck, um ihre Karts zu warten und hier Probe zu fahren. Der 21-jährige Mike Offer, der ein begeisterter Motorsportfan ist, arbeitet auch an diesem Tag mit. Kettenspannung müssen wir noch abschmieren. Gerd Nohl hat ein sehr enges und fast väterliches Verhältnis zu Mike, da Mike mit seiner Stieftochter befreundet ist. Ich lerne Garten- und Landschaftsbau, bin im Moment noch im dritten Lehrjahr. Als Hobbys habe ich halt Motorsport, also alles, was mit Motoren zu tun hat, Motorradrennen, unter anderem auch das Kartfahren. Der Mike hat uns auch auf Langstreckenrennen schon sehr betreut, mitgeholfen, Schriftverkehr gemacht und er hängt uns immer in den Ohren mit, er möchte auch mal fahren, ist auch schon auf kleineren Indoor-Kartbahnen gefahren, was natürlich nicht vergleichbar ist mit diesen Außenkarts. Und an diesem Tag, das war eben auch so vorbereitet, da hatten wir eben auch vor, ihn mal fahren zu lassen. Diese Viertaktmotoren, die wir verwenden, haben 400 Kubik. Die leisten so um die 20, 22 PS herum und Geschwindigkeiten von 120, 130 km/h sind durchaus machbar. Sind sehr wartungsarm, man kann also mehrere Stunden mit wenigen Minuten Wartung fahren. Einfach auch von der Technik her zur Hand haben, auch für einen Laien. Bei Probefahrten ist es nicht unbedingt nötig, einen Helm zu tragen, da die Geschwindigkeiten gering sind und das eine reine Arbeitseinstellung ist. Super, dass ich heute auch mal fahren kann. Ja, Mike, aber das gehen wir höchst an. Ne? Ach, der Gerd holt dir jetzt noch einen Helm und einen Protektor. Ja. Und dann können wir mal eine Runde fahren, okay? Alles klar. Und das ganze Piano, bitte. Ja, ist das sowieso. Hier hast du schon mal einen Helm. Ja. Protektor, Hutten, Dirk. Ja, die Karts sind so auch gefährlich. In Kurven vor allen Dingen, muss ich mir auch gucken. Ne? Da fährst du ja nicht mit 70, 80 um die Kurven, sondern bretterst ja schon mit 100, 110 um die Kurven rum. Vicky, du ziehst den Protektor noch an. Den brauche ich, es ist viel zu warm heute. Dann hat Dirk mir halt, wollte er mir noch den Rippenschutz geben. Den habe ich aber abgelehnt, weil es an dem Tag ziemlich heiß war. Und ich dachte, es passiert halt sowieso nichts. Weil ich wusste nicht, dass die Dinger doch ein bisschen anders sind, wie die auf der Kartbahn. Dass die doch was schneller sind. Als Mike und ich losgefahren sind, das habe ich Mike extra gesagt, fahr langsam, hier fahren, schaut mir kein Rennen. Während der Gerd und der Mike eben die Runden um die Halle drehten, habe ich mit unserem Lagermeister noch ein paar wesentliche Sachen begutachtet in der Halle. Das ist am Wochenende einfach ideal. Und da sind schon einige Minuten drüber vergangen. Also die fuhren draußen eine ganze Weile störungsfrei. Das war natürlich super, dass ich jetzt auch mal mit den etwas PS-stärkeren fahren durfte, nicht mit den langsamen Dingern von der Kartbahn. Und das war natürlich was ganz Besonderes an diesem Tag. Wir haben halt ein paar Runden gedreht. Mal war er ein bisschen schneller, mal ich. Aber hauptsächlich sind wir halt etwas langsamer nebeneinander gefahren. Nach
Nach einer Weile beschließt Gerd Nohl, eine schnellere Runde zu fahren, um den Motor zu testen. Er glaubt, dass Mike zurückbleibt, aber der 21-Jährige rast hinterher, um Gerd Nohl zu zeigen, was er kann. Doch in der ersten Kurve gerät er in Panik und bremst. Ja, okay. Was ist denn da los? Mit den Karts. Als wir den Helm dort kullern sahen, das war wie im Film. Oh, gehen wir mal hin. Als ich mit unserem Lagermeister zum Kart gekommen bin, konnten wir erst gar nicht erkennen, was passiert war. Der Mike klagte immer, er bekommt keine Luft und der Rücken tät ihm weh und er stöhnte. Und es war also nicht aus ihm herauszubekommen, was letztendlich passiert ist. Wo tut dir das weh? Wo? Micky, bleib ganz ruhig, der Gerd kommt gleich. Was ist das hier? Gegen LKW gefahren. Wahrscheinlich im Rücken. Hast du Notruf abgesetzt? Nee, noch keinen Notarztwagen. Ja, den geh holen. Gerd Nohl macht sich große Sorgen um seinen Schützling, denn Mike ist kaum in der Lage zu sprechen. Er klagt über starke Schmerzen im Brust- und Rückenbereich. Das Atmen fällt ihm schwer. Er glaubt, ersticken zu müssen, wenn die Männer ihn nicht aus dem engen Kart befreien. Unfall, wir brauchen hier einen Rettungswagen. Fenloher Straße 1303 hier in Köln. Lass mich mal gucken. Ja, komm, guck mal. Lass mal da gucken. Das sieht aber gar nicht aus. Nee, lieber Schwan. Holt mich bitte raus. Lass ihn uns rausholen, ne? Sonst erstickt der näher. Es ist keine Luft. Nee, das machen wir anders. Der bleibt hier drin sitzen. Den holen wir überhaupt nicht raus bei der Rückenverletzung. Ali, den holen wir nur raus, wenn er erstickt. Das heißt, du bleibst beim Handy und rufst mich an. Ich hole den RTW. Wenn Dirk die Rettung geholt hatte, da war das für mich schon richtig dramatisch. Wie Mike im Kart saß und konnte sich nicht mehr bewegen, hatte nur Schmerzen, wollte immer nur aus dem Kart raus. Was nicht, was mit dem Rücken los ist. Bleib still. Schuldgefühle hat man immer bei sowas, wenn dann ausgerechnet sowas passiert, weil ich ja schon fahren konnte und er noch nicht so professionell. Und da macht man schon Vorwürfe. Als wir in die Unfallstelle ankamen, fanden wir einen Patienten vor, der noch in einem Rentkart saß und über extrem starke Schmerzen klagte. Gegen LKW gefahren, womit? Hier mit dem Kart. Dem Kart? Tut das hier unten auch weh, wenn ich da unten drücke? Da? Auffallend waren direkt beim Schmerzstatus von Mike, dass seine Atmung auch sehr stark behindert war. Wir konnten deswegen davon ausgehen, dass eine Rippenverletzung oder gegebenenfalls auch eine Wirbelsäulenverletzung nicht ausgeschlossen war. Wir haben deswegen sehr frühzeitig eine zusätzliche Versorgung mit Sauerstoff bei Mike eingeleitet und haben nach einer Schmerzbekämpfung eine weitere Untersuchung angeschlossen. Gerd Nohl und der Krositsch machen sich große Vorwürfe, weil sie nicht auf den Brustpanzer bestanden haben, der Mike womöglich vor Schlimmerem bewahrt hätte. Noch ist nicht abzusehen, wie Mike seine leichtsinnige Aktion überstehen wird. Unangenehm werden wahrscheinlich, wenn wir dich hier rausheben müssen. Eins, zwei, drei. In diesem Zusammenhang war es richtig, dass Mikes Freunde ihn nicht unter allen Umständen aus dem Kart herausgezogen haben, da, wenn eine Wirbelsäulenverletzung vorliegt, sich hier Folgeschäden einstellen können, die später zu bleibenden Schädigungen führen können. Ich jetzt noch mal weiter. Das weh, wenn ich hier drücke, mehr auf einer Seite. Welche Seite denn? Ja, okay. Das weh, man sollte wirklich jede mögliche Sicherheitseinrichtungen, auch bei einem Sport wie diesen, immer wieder verwenden und sich auch nicht durch ein leichtes Argument davon abbringen lassen. Was macht die Anmeldung? Die Uniklinik kann aufnehmen. Ja, prima, Mike. Wir fahren nicht jetzt in die Uniklinik. Da werden Röntgenaufnahmen gemacht. Dann schauen wir mal, wie es mit dem Brust und dem Rücken aussieht. Ja? Gut. Als der Mike dann im Rettungswagen abtransportiert worden ist, da war mir klar, als wir bei unserem Gelände noch mal Kart fahren, das war das letzte Mal. Das passiert uns nicht noch mal.
In der Unfallchirurgie des Uniklinikums bestätigen sich die Befürchtungen des Notarztes. Zahlreiche Rippen und der 11. Brustwirbel sind gebrochen. Doch die weiteren Tests geben Anlass zur Hoffnung. Alles klar. Und mal den linken Fuß bitte. Ja, und rechts auch. Wir können von Glück sagen, dass uns dieser Patient ohne neurologische Ausfälle vorgestellt wurde. Diese Verletzungen sehen wir häufiger verbunden mit neurologischen Ausfällen an beiden Beinen. Das tut weh, ne? Tut das im Rücken weh? Das tut an der gleichen Stelle weh. Oder bei der operativen Versorgung am Unfalltag sind die Weichteile über der betroffenen Wirbelsäule eröffnet worden und in den darüberliegenden und darunterliegenden Wirbelkörper sind jeweils zwei sehr feste Schrauben eingebracht worden. Auch in die Schraubenköpfe hinein. Diese Lenkstangen. Diese sind untereinander verbunden worden. Der Wirbelkörper ist aufgerichtet worden. Dieses alles hält die Wirbelsäule aufrecht. Nach der Operation war mir eigentlich das Wichtigste, dass ich überhaupt wieder laufen kann. Ich wusste zwar, dass die Operation sehr gut verlaufen ist, nur ich musste halt danach noch 3 Wochen nach Essen in ein Reha-Zentrum. Und das war schon sehr beschwerlich, da dann überhaupt wieder richtig gehen zu lernen. Aber ich habe Gott sei Dank schnell Fortschritte gemacht. Und nach 3 Wochen haben sie mich auch dann wieder entlassen und ich konnte wieder nach Hause. Wenn ich heute den Mike wieder, sag mal, einwandfrei herumlaufen sehe und er auch immer wieder noch mal ab und zu in den Kart steigt auf einer Indoorbahn, da ist man schon froh, dass so ein Schuss von dem Bug, diese Warnung, durchaus positiv noch verlaufen ist. Ich habe mich mit Dirk und Gerd nach dem Unfall natürlich nochmal unterhalten. Und die brauchen sich jetzt nicht die Schuld in die Schuhe zu schieben. Weil hätte ich nur weniger auf die Tube gedrückt, wäre das wahrscheinlich alles gar nicht passiert. Vor allen Dingen, wenn ich den Brustpanzer angehabt hätte, hätte ich auch nicht diese schweren Verletzungen gehabt. Also ich würde halt jedem empfehlen, nur auf dafür vorgesehenen Kartbahnen Kart zu fahren und nicht auf irgendwelchen ungesicherten Geländen rumzufahren. Dieser Hubschrauber da, das ist Christoph 3, einer von 80 Rettungshubschraubern, die in Deutschland täglich im Einsatz sind, um zum Beispiel verunglückten Menschen zu helfen. Luftrettung, das ist in den Bergen häufig die einzige Möglichkeit, Verunglückte erst einmal zu finden und sie dann sicher und schnell hinunter ins Tal in ärztliche Hände zu transportieren. In unserem nächsten Beitrag geht es um Bergrettung mit Hubschraubern und natürlich auch um eine mutige Helikoptercrew. Die Hauptrolle aber spielt Eric Fonchini, ein Bergsteiger, der hinaufgeklettert ist auf die Hörnlehütte am Matterhorn. Dort liegt dieses Hüttenbuch. Und dieses Hüttenbuch muss sich jeder Bergwanderer, jeder Bergsteiger eintragen. Eric Fonchini hat das auch getan, aber er hat nicht eingetragen, wohin ihn seine Tour führt. Und diese leere Spalte wird ihm zum Verhängnis. Am frühen Morgen des 22. August 2002 ist der Belgier Eric Fonchini alleine von der Hörnlehütte am Matterhorn zu einer Tagestour über den Gletscher aufgebrochen, ohne seine Route zu hinterlassen. Ich kam am Mittwoch auf der Hütte an und wollte eigentlich am Donnerstag aufs Matterhorn steigen, falls ich Leute finden würde, die mit mir hochgehen. Da ich niemanden fand, entschied ich mich, alleine eine Tour über den Gletscher unter der Nordwand zu machen. Meine Leidenschaft für die Berge ist sehr stark. Es ist mehr als das. Es ist eine richtige Liebe. Seit ich 10 Jahre alt bin, ist kein Jahr vergangen, in dem ich nicht in den Bergen war. Ich liebe den Schnee, ich brauche Schnee, um zu leben. Seine Frau hat sich längst damit abgefunden, dass sich ihr Mann im gemeinsamen Urlaub eine Auszeit für eine Bergtour nimmt. Eric est quelqu'un de très nerveux. La montagne. Eric ist jemand, der sehr nervös ist. Die Berge sind für ihn sicherlich ein Fluchtmittel. Natürlich liebt er auch ihre Schönheit. Er hat das Bedürfnis, sich kontinuierlich zu bewegen. Wenn er sich nicht bewegt, fühlt er sich schlecht. Eric hat auf der Wanderung völlig die Zeit vergessen. Er ist jetzt noch 3 Stunden von der Hütte entfernt und will am Abend zurück im Dorf sein. Plötzlich war es schon 5 und ich war noch auf dem Zmutgrat. Mir war klar, dass ich es nicht bis 6 Uhr nach Zermatt schaffen würde. Ich beschloss, so schnell wie möglich zur Hütte zurückzukehren, um meine Frau anzurufen. Noch rechnet Michel Gallet fest damit, ihren Mann am Abend wiederzusehen.
Zwar hat er sich schon häufiger spontan entschieden, eine weitere Nacht auf dem Berg zu verbringen, aber normalerweise hat er sie rechtzeitig vorgewarnt. Gegen 5:30 macht sie sich auf den Weg zur Bahnstation. Als Erik den Smutgrat hinter sich gelassen hat, verändert sich der Untergrund, der jetzt mal Schnee, mal Geröll ist. Hier greifen die Steigeisen nicht mehr so gut. Ich wollte sie ausziehen, um schneller zu sein. Seinen Eispickel hat er währenddessen in die Eiswand gehauen. Denn er glaubt, einen einigermaßen sicheren Stand zu haben. Ich habe den Pickel herausgezogen, um weiterzugehen. Doch dann bin ich abgerutscht. Ich dachte, ich muss sterben. Inzwischen ist es 18 Uhr und die letzten Bahnen kommen ins Dorf. Als Erik Franchenis nicht unter den Fahrgästen ist, ist seine Frau zunächst nicht besonders beunruhigt. Sie glaubt, dass er sich womöglich beim Abstieg verspätet hat und gezwungen ist, eine weitere Nacht auf der Hütte zu verbringen. Michel beschließt zunächst, ins Hotel zurückzukehren. 200 Meter ist Erik Franchenis abgestürzt. Einen solchen Sturz zu überleben, grenzt an ein Wunder. Als ich aufgewacht bin, war überall Blut. Alles tat mir weh, Arme und Beine. Aber ich dachte, immerhin bin ich am Leben. Und es wird schon Rettung kommen. Ich hatte Vertrauen. Ich war am Leben. Das war die Hauptsache. Dem 42-Jährigen bleibt nichts anderes übrig, als auf Hilfe zu hoffen. Denn ein Handy oder ein Funkgerät hat er nicht dabei. Als Michel Gallet auch Stunden später nichts von ihm hört, macht sie sich doch zunehmend Sorgen. Viele Dinge kommen einem in den Sinn. Wir sind 20 Jahre verheiratet, das heißt, wir haben glückliche Zeiten und Krisen durchgemacht und alles, was eben zu einem Paar dazugehört. All das zieht in einem solchen Moment vorbei. Die nächsten Stunden verbringt sie im Ungewissen. In der Nacht ist Erik Franchenis großen Gefahren ausgesetzt. Links und rechts von mir kamen die Steine runter, aber zum Glück fiel keiner auf mich drauf, zumindest kein großer. Sonst wäre ich nicht mehr hier. In dieser Nacht habe ich kein Auge zugemacht. Im Alpincenter erfährt Michel am nächsten Morgen, dass ihr Mann nach seinem Alleingang nicht auf die Hornli-Hütte zurückgekehrt ist. Trotzdem kann man noch nicht nach ihm suchen, denn oben am Berg herrscht dichter Nebel. Ich war wütend und habe gedacht, warum hast du diese Tour allein gemacht? Hast du nicht daran gedacht, dass ich hier bin und dass dein Sohn auf dich wartet? In so einer Situation hat man gemischte Gefühle. Es war ein harter Tag. Den ganzen Tag Nebel, kein Geräusch, keine Rettung. Ich dachte mir, dass auch meine Frau panisch sein würde. So verletzt wie ich war, konnte ich nichts tun. Es war ein schlimmer Tag. Am Nachmittag hat auch die Chefin des Hotels Le Marceau erfahren, dass ihr belgischer Gast von seiner Bergtour nicht zurückgekehrt ist. Nachdem sie sich hat schildern lassen, was in der Zwischenzeit alles passiert ist, ruft Antoinette Moser äußerst besorgt die Ärzte Matt an. Ja, das Hotel Le Marceau, Matt Moser. Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich kann. Doch die Ärzte Matt kann zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht helfen. Wird vermisst. Erik Franchenis steht eine weitere schwere Nacht mit Unwetter bevor. Am nächsten Morgen scheint die Rettung nah. Doch der Helikopter fliegt in die falsche Richtung. Ja, der Erik hat sich eingetragen, aber unter der beabsichtigten Tour hat er eingetragen. Matterhorn, Trekking. Und das ist etwas, das sagt uns eigentlich oder hat uns gar nichts gesagt. Das kann ein Aufstieg aufs Matterhorn sein oder eine Umrundung des Matterhorns oder wer weiß. Der hat das sehr offen gelassen. Und das war dann für uns auch das Problem. Wir wussten nicht genau, wo wir anfangen sollen zu suchen.
Wir haben angenommen, dass er in das Matterhorn eingestiegen ist. Wir haben dann entschieden, das Matterhorn abzusuchen, also den Hörnligrat, und haben einfach keinen Anhaltspunkt gefunden. Normalerweise, wenn ein Unfall am Matterhorn ist, findet man entweder einen Rucksack oder Kleider oder irgendetwas findet man. Und hier haben wir einfach überhaupt nichts gefunden. Le plus, je me dis, mir ging so vieles durch den Kopf. Sie hatten nichts gefunden und ich habe mich gefragt, ob ich mit einem Sarg nach Belgien zurückkehre oder ganz ohne ihn. So etwas durchmachen zu müssen, ist, glaube ich, eines der schrecklichsten Dinge im Leben. Ich habe mich gefragt, wie wir das überstehen werden und vor allem, wie ich es meinem Sohn beibringen soll. Erik hat nun schon seit 3 Tagen nichts mehr getrunken und gegessen. Mit Singen und Beten versucht er zu überleben. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, du Hambourg ou d'ailleurs. Und auf einmal habe ich gesagt, jetzt muss ich einmal mit dieser Frau selber sprechen. Wir haben ein Rendezvous gemacht beim Polizeiposten. Und da hat sie mir erzählt, dass er einen Berg neben dem Matterhorn, rechts vom Matterhorn, besteigen möchte. Und da gibt es ja keinen Berg. Und da habe ich ein Foto genommen und ihr das Foto gezeigt. Und da hat sie mir die Zmutzähne gezeigt auf der Karte. Da habe ich gesagt, jetzt müssen wir da drüben suchen und sind dann sofort wieder gestartet. Erik Franchigny glaubt, dass die Retter ihn aufgegeben haben. Verzweifelt will er sich jetzt aus eigener Kraft retten. Ja, die Chancen 3 Tage lang in dem Gebiet zu überleben, ist von mir aus gesehen relativ klein. Es kommt auch noch darauf an, wie schwer dass jemand verletzt ist. Aber die Chancen sind schon nicht so groß. Umso erleichterter sind die Retter, als sie Erik endlich lebend entdecken. Und auch Erik kann sein Glück kaum fassen. Die Rettungsaktion muss jetzt sehr schnell gehen, denn es besteht große Steinschlaggefahr. Als ich gegen 8:45 den Helikopter sah und klar war, dass auch er mich gesehen hatte, war das ein großartiger Augenblick. Ich dachte nur, ich bin gerettet, ich bin gerettet. Als Kurt mich in den Helikopter brachte, dachte ich, jetzt ist alles okay. Aber als der Heli dann über den Gletscher flog, fing ich an zu weinen. Weil ich einerseits dachte, ich bin gerettet und andererseits, was habe ich bloß getan? Man hat in diesem Moment ein Gefühl von Liebe für den anderen, die wieder da ist, die man vielleicht im Alltag so manches Mal vergisst. Und man wird sich wieder bewusst, wie wichtig der andere ist. Als ich meine Frau sah, da kamen alle Gefühle hoch. Ich habe geweint, gleichzeitig gelacht und mir tat nichts mehr weh. Ich war so glücklich, alles war gut. Super. Der Hauptfehler, wo der Erik begangen hat, dass er sich alleine in ein solches Gebirge wagt, dass er irgendwo gelaufen ist, wo niemand wusste, nicht seine Frau, nicht der Hüttenwart. Und von mir aus, über Gletscher alleine ist einfach lebensgefährlich. Und wenn dann das Wetter noch schlecht ist und man hat keine Spur, da ist da die Hoffnung, jemanden zu finden, einfach sehr klein. Ich möchte Ihnen diesen Mann vorstellen, Gunter Karloff. Er ist Pilot und Leiter der BGS-Flieger Staffel West in Hangela bei Bonn. Und ich möchte Ihnen diesen Hubschrauber vorstellen. Er heißt Christoph 3. Und er fliegt unter dem Signet des Bundesgrenzschutzes. Und Herr Karloff, jetzt frage ich Sie, seit 1970 gibt es ja dieses Rettungshubschraubersystem in Deutschland, damals in München, in Kraft gesetzt. Inzwischen hat sich vieles verändert. Weshalb fliegt der Bundesgrenzschutz die Rettungshubschrauber? Das liegt in unserem Grundgesetz begründet. Der Bund ist zuständig für den Zivilschutz, das heißt Schutz der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall. Da wir solche Fälle nicht häufig haben, werden diese Hubschrauber den Ländern gegen Kostenerstattung zur Verfügung gestellt. Und werden dann für uns alle eingesetzt. Ihre Pilotinnen und Piloten fliegen dann für uns. Das ist ja gar keine so ganz einfache Sache. Zum Beispiel, ich setze einen Notruf ab und irgendjemand sagt, da muss ein Hubschrauber her, die Menschen sind zu schwer verletzt. Wie finden Sie den Ort überhaupt?
Die Navigation ist vom Grundsatz her, beginnt sie mit der Karte und dem Kompass. Und da gilt es zu vergleichen. Heute haben wir eine ganze Reihe von Hilfsmitteln, Funknavigation, Satellitennavigation, die uns hilft. Aber diese Basis ist immer noch gültig. Und dann müssen Sie ja irgendwie mit den Menschen unten in Kontakt treten. Geht es per Handy, Entschuldigung, oder gibt es da andere Möglichkeiten, zum Beispiel mit den Rettungsassistenten des Deutschen Roten Kreuzes in Kontakt zu treten? Ja, wenn der Rettungswagen vor uns vor Ort ist oder auch die Polizei, dann schalten wir mit unserem Funkgerät immer auf den Kanal des Fahrzeuges vor Ort. Ja, der Christoph 3, wir sind im Anflug auf die Unfallstelle. Wie ist die Lage? Ihre Landestelle ist am besten die Grünfläche westlich des Weihers kommen. Man sollte auch bei der Landung nicht zu dicht, auch beim Start natürlich nachher nicht, zu dicht an der Maschine stehen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Und der Pilot sieht auch nicht, was hinter dem Hubschrauber passiert. Hinten am Hubschrauber ist der schnell drehende Heckrotor. Der ist sehr gefährlich, weil man ihn optisch gar nicht wahrnimmt. Und die Rotorblätter können tiefer runterkommen. Also, es gilt, solange die Rotoren drehen, halten Sie Abstand vom Hubschrauber. Nähern Sie sich nur von vorne, wenn der Pilot ein Zeichen gibt. Also, allen BGS-Hubschraubern, ob Sie jetzt Christoph 3 oder irgendeine andere Nummer tragen, allzeit guten Flug und Happy Landings heißt das, glaube ich, bei Ihnen, nicht? Ja, und Hals- und Beinbruch. Das wünschen wir allen Ihren Pilotinnen und Piloten, die ja für uns alle immer unterwegs sind. Und wir kommen zu unserem nächsten Beitrag. Da gibt es Christine Körnecke. Sie hat einen Freund und sie ist aber zu Hause, liegt auf dem Bett, vielleicht träumt sie auch ein bisschen, denkt nach. Und da klingelt plötzlich das Telefon. Und dieses Telefonat soll ihr Leben von Grund auf verändern. Christine Körnecke ist frisch verliebt. Vor 3 Tagen hat die 19-Jährige Alexander Scharf kennengelernt. Nach einem harten Arbeitstag will sie eigentlich früh zu Bett gehen. Doch ein Anruf von Alexander lässt sie dieses Vorhaben schnell wieder vergessen. Denn Alexander möchte sie unbedingt noch sehen. Hallo, Nalu? Naja, das ist so, wenn man 3 Tage frisch verliebt ist, sagen wir mal, dann ist man sie leicht überzeugen. Da sagt man, Liebe stärker wie die Müdigkeit, ja. Habe ich mir überzeugen lassen, im Auto stiegen und losgefahren. Drei Stunden später. Das junge Paar hat es sich in Alexanders Wohnung gemütlich gemacht. Und die Stunden sind geradezu verflogen. Es ist bereits weit nach Mitternacht und Christine Körnecke kann ihre Augen kaum noch offen halten. Sie weiß aber, dass sie am nächsten Morgen wieder ein arbeitsreicher Tag erwartet. Willst du nicht lieber hier bleiben heute? Nee, ich fahr lieber. Es war auch schon spät. Na, und ich habe so gefragt, ob sie nicht bei mir bleiben möchte. Und dann hat sie gesagt, nee, sie möchte eher nach Hause fahren. Na, wie war? Na, und da bin ich später bei ihr gedacht. Aber fahr vorsichtig. Ja. Er hat mich gefragt, ob ich nicht da bleiben möchte. Und hat mich probiert zu überzeugen. Und ich gedacht, na, 3 Tage zusammen. Machen wir mal die Wurst nicht. Bin dann nach Hause gefahren, ziemlich müde. Ja, und dann immer schon gemerkt, die Augen werden schwerer und fallen zu. Na, ich überlegt, fährst du ran, fährst du nicht ran? Na, ich dachte, naja, 3 Kilometer wirst du ja wohl noch schaffen. Zu den wenigen Menschen, die zu dieser späten Stunde in Christines Heimatort Menz noch wach sind, gehört der Rentner Martin Algrim. An diesem Abend habe ich in meinem Wohnwagen geschlafen, wegen Renovierungsarbeiten. Mein Haus, das liegt sehr dicht an der Straße, ist aber nachts so gut wie gar nicht fahren. Christine Körnecke ist nur noch 1 Kilometer von ihrer Wohnung entfernt, als sie ihre Augen nicht länger aufhalten kann. Für kurze Zeit ist Christine Körnecke bewusstlos. Als die junge Frau wieder zu sich kommt und begreift, was passiert ist, will sie das Autowrack sofort verlassen. Ihre Versuche, die Fahrertür zu öffnen, schlagen jedoch fehl. Also es war eigentlich wie ein Traum, als ob eine Zeitlupe an mir vorbeigeht, als ob es nicht passiert wäre. Und erst war Panik, weil man gemerkt hat, irgendwas stimmt hier nicht. Also mein erster Gedanke war auch ganz doll, dass das Auto anfing zu brennen. Martin Algrim wird von den Bellen seines Hundes aus dem Schlaf gerissen. Doch zunächst realisiert er nicht, dass sich in unmittelbarer Nähe ein Mensch in großer Not befindet. Ali, ganz ruhig! Christine kann ihr linkes Bein kaum bewegen, denn es ist unter dem Blech eingeklemmt. Am Oberschenkel spürt sie ihren Knochen, der sich durch die Hose gebohrt hat. Doch das ist nicht alles.
Ja, ich habe mich ins Gesicht gefasst, habe mit sie gekriegt, oh, irgendwas stimmt nicht, ist ja schön warm alles und so. Dann habe ich mir auf die Hände geguckt, habe das Blut gesehen und dadurch habe ich dann die Panik gekriegt und habe einfach um Hilfe geschrien. Hilfe! 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 Da habe ich die Schreie gehört. Immer wieder, Hilfe, Hilfe, hilft mir denn keiner, hat sie gerufen. Erst habe ich gedacht, ja, wegen dem Einbruch. Und dann ist mir das eingefallen durch den Bums, das kann doch ein Unfall sein. Und habe die Polizei angerufen. Aus Menz, Berliner Straße 20a. Nach der Alarmierung verlässt Martin Ahlgrim seinen Wohnwagen, um selber nachzusehen, was passiert ist. Christine Körnecke sucht mittlerweile verzweifelt nach ihrem Handy, das ihre letzte Hoffnung zu sein scheint. Ich habe es panisch gesucht, aber das Handy war nicht zu finden. Und mir entstiegen mir auch die Tränen in den Augen, ich konnte nicht mehr. Und da habe ich gesagt, ist vorbei. Polizeihauptmeister Eberhard Ulbrich und seine Kollegin Katrin Lüders sind als Erste an der Unfallstelle. Der Anblick erschreckt sie beide zutiefst. Hallo. Hören Sie mich? Hallo. Ich habe schon sehr viele Unfälle aufgenommen, wo wir eingetroffen sind, Personen ansprechbar waren und dann aber doch mit zunehmender Zeit immer mehr abgebaut haben, sodass ich immer davon ausgehe, dass da Lebensgefahr besteht. Eberhard, kannst du mal bitte schnell eine Decke holen? Christine ist immer noch bei Bewusstsein, aber ihr Zustand verschlechtert sich. Wie durch einen Schleier nimmt sie ihre Helfer wahr. Eine der Stimmen ist ihr vertraut. Erkennen Sie mich nicht? Ja. Ich bin's, Christine. Ja. Einstell 3201 für die 3221 kommen. Benötige dringend Feuerwehr sowie ATW vor Ort. Ich habe auch zwei Kinder und jeder Unfall hat man irgendwie auch immer das Gefühl, es könnten deine Kinder sein. Und insofern berührt ihn das in jedem Fall. Man gewöhnt sich zwar an diese Situation zunehmend mehr in den Jahren, aber dass einem das kalt lässt, glaube ich, wird wohl nie eintreten. Die Freiwillige Feuerwehr Menz trifft schließlich mit insgesamt 14 Männern am Einsatzort ein. Ein Feuerwehrmann erkennt Christine sofort. Ich kenne ihr Auto, die ist ja nur aus unserem Ort. Ich sehe sie täglich. Man kriegt auf jeden Fall einen Schreck und denkt erstmal, hoffentlich ist ja nicht allzu viel passiert. Hallo? Mein erster Eindruck war gewesen, lebst du noch oder lebst du nicht? Das sah wirklich sehr brutal aus im Auto, weil nur Blut und im Moment keine Reaktion von ihr da war. Auf einmal kommt aus dem Auto, Friedi, bist du das? Und meine erste Frage war natürlich, wer ist denn das im Auto? Dann hat Kamerad Tiede mir gesagt, das ist Christine, das ist die Tochter von unserem Ortswehrführer. Und da war der erste ein Schockmoment für mich. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte des DRK Gransee bereiten die Feuerwehrleute die Befreiung der 19-Jährigen vor. Denn sie wissen, die Zeit läuft ihnen davon. Frau Körnecke befand sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Sie war unterkühlt. Die unmittelbare Gefahr bestand darin, dass sie durch die massiven Brüche in eine massive Blutung kam und damit einen Schock erleiden konnte. Bei solch einem Unfall wie bei Frau Körnecke muss man ganz dringend annehmen, dass es zu Verletzungen der inneren Organe gekommen ist. Das heißt eine Ruptur der Milz bzw. der Leber. Der Druck ist 90, 70. Gut, ich gehe jetzt hinter. Jetzt der venöse Zugang. Die Feuerwehr kann jetzt aufschneiden, ich gehe hinten rein. Für uns war klar, wir kriegen sie nur mit Schere Spreizer aus dem Fahrzeug raus, weil kein Zugang möglich war. Das Schwierige war daran, dass natürlich beim Aufbrechen erneut wieder Schmerzen auftraten und Frau Körnecke sehr beängstigt war. Deshalb versucht Mark Thieme, sie während der Befreiungsaktion so weit es geht zu stützen und ihr Mut zuzusprechen. Bei Christine im Auto haben wir als erstes die Tür rausgetrennt, haben dann den Fußraum erweitert, haben dann ihren Fuß eben befreit, dass man sie aus dem Auto rausholen konnte. So ein Unfall, wenn man die Christine selber noch gut kennt, ist sehr belastend. Das beschäftigt einen tagelang. Man kann nicht einfach abschalten, nach Hause fahren. Das kommt immer wieder hoch. Christine Körnecke wird ins Waldkrankenhaus Gransee gebracht. Erste Untersuchungen ergeben neben tiefen Schnittwunden im Gesicht
zahlreiche Frakturen an Oberschenkel, Hüfte und Becken. Die schweren Verletzungen werden sofort in einer Notoperation von Chefarzt Dr. Gunther Rückert und seinem Kollegen Oberarzt Dr. Karl-Josef Thein versorgt. Organische Verletzungen hat Christine glücklicherweise nicht erlitten, aber die Brüche erweisen sich als sehr kompliziert. Die Operation, insbesondere am Oberschenkel, dauert mehrere Stunden. Operativ wurde das Bein mit einem langen Gammanagel versorgt. Das heißt, der gebrochene Oberschenkelknochen wird mit einem langen Metallnagel aufgefädelt und zusätzlich der Schenkelhals über eine Schraube fixiert. Erst zwei Tage später erfährt Alexander Schaaf von dem Unfall seiner Freundin. Voller Sorge ist er ins Krankenhaus gekommen, um nach ihr zu sehen. Das Wiedersehen weckt in ihr gemischte Gefühle. Na, ich sag mal, ich sah ganz schlimm im Gesicht aus, viele Narben und alles. Und durch diese Verkrustung und alles sah es ja noch viel schlimmer aus. Die erste Angst war sowieso Alex. Ich hatte halt Angst, ihn zu verlieren nach drei Tagen. Gut, da sagt man immer, die Liebe ist noch nicht so stark, aber er ist ein hübscher junger Mann, er könnte andere Frauen haben. Ja, und aber er kam mich dann oft besuchen und so. Da war ich eigentlich ganz stolz auf ihn, dass er so zu mir gehalten hat während des Unfalls, weil ich glaube, ohne ihn hätte ich die ganze Phase nicht überstanden. Ja, sie bedeutet mir eben sehr viel. Und ich bin nur froh, dass ihr nichts Schlimmeres passiert ist. Und ich wusste nicht, was ich gemacht hätte, wenn sie eben gestorben wäre. Da bin ich bei ihm hingezogen und seitdem wohnen wir eigentlich glücklich zusammen. Pläne habe ich schon gemacht, so Heirat, Kinder und vielleicht dann irgendwann mal Hochzeit oder so. Ja, schön. Ich könnte mir vorstellen, dass Christine Körnicke jetzt zu Hause auf dem Sofa sitzt, hat sich ihren Film angeschaut, hat noch einmal ihre Geschichte Revue passieren lassen, die ja Gott sei Dank auch gut geendet ist. Und vielleicht macht sie jetzt auch mit bei unserem Gewinnspiel, ist vielleicht interessiert an den 1.000 Euro, die man da gewinnen kann. Die Frage lautet, was sollte bei Verbrennungen schnellstmöglich erfolgen? A. Kühlung mit Wasser. B. Verbinden der Wunde mit Dreieckstuch. Wählen Sie jetzt die 01379 70 70 30. Und wir wünschen Ihnen jetzt viel Glück. Sie haben noch so etwa 10 Minuten Zeit. Dann werden wir den Gewinner hier bei uns einblenden auf dem Bildschirm. Wir machen jetzt eine kurze Pause und danach sehen Sie dann unter anderem dieses hier. Leichennotruf. Die 11-jährige Jessica ist stark erkältet. Als Therapie hat ihre Mutter ein Dampfbad vorbereitet. Als sich Jessica über den heißen Dampf beugt, erschrickt sie sich und reißt die Schüssel herunter. Das kochende Wasser verletzt sie schwer. Täterinnen auf der Spur. Jemand hatte auf